Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, in der letzten Folge haben wir einen zweiten Personalleiter eingestellt und uns ja mit kleinen Problemen des Umzuges von der Zentrale auseinandergesetzt. Das hier, ich verstehe es noch nicht so ganz, ob das wirklich so Sinn ergibt oder nicht. Wir haben auch keinen Kredit aktuell anliegend. Was ich schauen wollen würde, wäre auf Google Maps Läden kaufen. Wir haben hier vorne zum Beispiel den kleinen Laden, Supermarkt. Der befindet sich im blauen Bereich. Also in einem Bereich, den wir gar nicht bis jetzt wirklich haben. Wir haben jetzt hier im gelben Bereich einen Supermarkt. Wir haben hier unten im roten, im grünen und blauen aber noch nicht. Wären zwei Bereiche, in denen wir wahrscheinlich noch einen Supermarkt eröffnen könnten oder sollten. Deswegen, ich wäre ja irgendwie daran interessiert, Läden zu übernehmen. Ich weiß bloß nicht, ob ich teilweise Läden übernehmen darf, weil den darf ich gleich gar nicht übernehmen. Weil hier steht nichts von Übernahme und bla bla bla. Ich kann doch aber wahrscheinlich Geschäftsführerbürobedarf. Was ist denn zur Hölle ein Geschäftsführerbürobedarf? Und wenn ja, wo ist der? Das ist ein Geschäftsführerbürobedarf. What? LKW-Garage. Was ist eine LKW? What? Das ist eine LKW-Garage, okay. Mich hätte aber jetzt eher interessiert, und zwar ein... Wo ist es? Nicht, kein Obst und Gemüse, kein Obst und Gemüseladen, sondern ein Supermarkt. Aber da sind wir nicht... Aber zwei nebeneinander noch. Ihn hier darf ich gar nicht kaufen. Gibt es aber in dem Bereich hier oben. Gibt es hier oben noch einen. Investment öffnen. Geschätzter Wert 2,35 Millionen. Der Quick One Shop. Halt immer von 11 bis 24 Uhr offen. Okay. Überlegen, ob ich bei ein paar anfange, die Mitarbeiter abzuwerben. Hört sich böse an. Ist auch böse. Aber hier ist doch ein kleiner Laden. Der Megamarket. Bismann öffnen. Ein Wert von 405. Geschäftliche Übernahme senden. 450.000. Ich will es einfach mal probieren. Jetzt bin ich Besitzer. Lol. Okay. Das ging easy. Wir haben jetzt zwar fast das komplette Geld rausgeschmissen dafür. Aber ich würde mir doch gerne mal den Laden anschauen, den ich jetzt hier gerade gekauft habe. Ich habe mir gerade den Megamarket in der Umgebung gekauft. Für 450.000. Klar, wahrscheinlich war das jetzt ein... Eine Entscheidung, die blöd ist, aber wir mussten uns nichts kaufen. Oh mein, oh Gott, was ist denn das? Was ist denn das? Oh Gott, oh mein, oh nee, oh Gott, was habe ich denn da gekauft? Es hat immerhin Security, es hat einen Fernseher. Ich verstehe bloß bestimmte Sachen nicht, die gemacht wurden. Entsorgen bitte, ja. Wir werden jetzt hier ein bisschen umgestalten müssen. Okay, oh mein, oh Gott, oh Gott. Zum Beispiel, warum steht das da? Also mal ganz ehrlich, das kann man alles entsorgen. Das braucht man in so einem Minigeschäft nicht. Hier fehlt ein komplettes Getränk, eine Getränkeabteilung. Der Laden wird ein kleiner Hit, das sage ich euch jetzt schon.
Der Megamarket wird eine neue Mini-Kette von uns, die für fast alles was hat. Vorteil ist, hier vorne ist der Laden, da können wir schon mal ein paar Sachen wieder einkaufen. Zum Beispiel ein zweites Lagerregal. Wie kommt man auf die Idee, nur eins zu haben? Backwarenregal, großer Kühlschrank. Und zwar Backwaren, bitte. Das erledigen wir jetzt aber schnell. Das sollte sich gleich mal erledigt haben. Ah, schon, der ist schon. Ja, keine Musik bis jetzt gespielt. Eieiei. Ich hätte ja gerne einen großen Kühlschrank platziert. Also, der kriegt den Platz, der das hier hat. Okay, das ist natürlich blöd. Lager verwalten. Lagerregal platzieren. Ja, es gibt jetzt dann die neue Megamarket-Uniform. Keine Sorge. Wir entwickeln gerade den Laden hier neu. Geben Sie uns ein bisschen. Das System ist noch in Entwicklung. Und der Laden wurde erst aufgekauft. Ich weiß, sie kriegen hier auch noch nicht alles, was sie wollen. Das wird sich in Zukunft verändern. Wir werden schauen, dass wir hier ihnen gute Leistung für günstiges Geld liefern können. So, ne, die Lampe wollte ich nicht. Also passt es gar nicht hin. Ach, dieses Lager ist wieder klein. Ja, alle ganz ruhig. Der Laden ist aktuell in Umwandlung. Bisman Logistik Manager. Wir können noch ein Ziel hinzufügen, und zwar der Megamarket. Ich hätte gern, dass der. Warum führt der Eiscreme? Ich hätte gerne, dass wir hier vielleicht 500 lagern. Oder machen wir mal 200. Ich weiß gar nicht, wie viel lagern sollen, ganz ehrlich. Frische Lebensmittel machen wir. Machen wir 400 mal von beiden. Getränkedosen machen wir auch 400. Eiscreme braucht man nicht. Papiertüten machen wir ein 500. Ich muss ja noch einstellen, dass wir Croissants und Donuts handeln wollen, damit ich im Bisman Logistikmanager Mega Market Croissants hätte ich gerne für auch 400. Nochmal 400. Und das liefern wir auch mit 400. Dann müssen wir mal unter dem Bisman schauen, unter dem Mega Market. Zeitplan. Wie steht bei euch der Zeitplan? Die haben viele Mitarbeiter. Ich glaube, das System muss man nochmal revolutionieren hier. Teilzeit ist kritisch, wurde aber nicht erfüllt. Schau mal an, Teilzeit ist kritisch, wurde nicht erfüllt. Vollzeit kritisch, keine Spätschichten, wurde nicht erfüllt. Das schauen wir uns auch noch an. Der Laden läuft jetzt für das erste Mal. Ich hole noch mal schnell vielleicht was von oben. Du hast eine neue. Ein Krankenversicherungsmanager. Was will denn der von mir? Ich hätte gern noch ein Lager.
und eine kleine Gefriertruhe. Passt bei mir nicht rein. Dann können wir nicht morgen noch Eiscreme lagern. Leute, ganz ruhig. Wartet. Ich weiß, ihr kriegt gerade noch nicht das unbedingt, was ihr wollt. Ich kann die Tiefkühlkost nicht finden. Wir machen jetzt vorübergehend geschlossen, bitte. Wir schauen jetzt mal kurz auf die Krankenversicherungs... Preis pro Tag pro Mitarbeiter. Das ist okay. Ja, einige interne, das ist am besten Angebot, das wir machen können. Bitte achten Sie, dass für unsere Dienstleistung eine Mindestanzahl von 10 Kunden erforderlich ist. Selbst wenn Ihr Vorgesetzter weniger als 10 Kunden betreut, berechnen wir daher dennoch 10. Okay. Alles gut. Ich habe aber auch gelesen, dass wir neue Employee-Kandidaten haben. Hier. Einkäufer. Einstellen. Wir handeln nicht. Wir nehmen sie einfach. Und dann gehen wir nicht hier auf My Employees, Bismen. Zeitplan. Achso, die habe ich jetzt gar nicht zugewiesen bis jetzt, ne? Ha, das war doof. Ihr beide werdet bitte Unternehmen festlegen. Und zwar Raxomus.com bestätigen. Jawohl. Dann Bismen, Raxomus.com, Zeitplan. ...40 Stunden die Woche. Perfekt. Gut, wir nutzen gleich mal die Zeit wieder. Schnappen uns ein Taxi. Und holen uns die anderen Vertriebsstandorte noch ins Boot. Den Importmanager. Neue Partnerschaft. Dankeschön. Freut mich auch. Aus, dankeschön. Morgen wird dann der Megamarket wieder eröffnet. Dann werden wir schauen, was wir... grüne Zahlen wir schreiben. Also morgen werden wir noch keine grünen Zahlen mit ihm schreiben. Jetzt mal davon abgesehen. Aber ab morgen werden die ersten Lieferungen von uns an ihn gegeben. Oh, jetzt hat der schon zu. Was sind das für faule Säcke? Export, also einen muss ich noch mindestens einstellen. Gut. Den neuen da. Ja, einstellen, fertig. Dann können wir in Bismen gehen. Auf unseren Headhunter. Recruiting beenden. Dann Zeitplan und unseren neuen Kollegen hier einsetzen. Dann schlafen. Morgen um 6 Uhr stehen wir auf. Du hast eine neue Nachricht. Von Dara Fair. Megamarket ist... Maps. Den eröffnen wir gleich wieder, den Laden hier.
Ein bisschen öffnen. Vorübergehend geschlossen ist Geschichte. Bismen, Personalleiter. Mitarbeiter zufüllen und zu. 40 Mitarbeiter haben wir mittlerweile. Holy shit. Gut, und wir haben eine neue Nachricht. Den tue ich mir aber erstmal. Frisches. Angestellte. Zukünftig vor ein friedliches Arbeitsumfeld. Absolut kein Problem. Wir sind friedlich, friedlich wie die, immer und je. Hello. So, I see you opened a business in our neighborhood, Garment District. Ah. Listen, Junge, you're more than welcome here, but really remember who owns this neighborhood. So, don't get any big ideas. Tschüss. Ist das eine Deutsche? Wo steht die auf dieser blöden Liste? Da. 23 Unternehmen. Puh, die machen teilweise gar keine Kohle. Aber die hat auch ein paar richtig gute Unternehmen. Unterm Wert von ein bisschen über 700.000. So. Schauen wir, ob wir jetzt mit dem Einkauf des neuen Laden vom Megamarket ein Plus machen werden. Und weißt du, wie wir das jetzt testen? Der Laden müsste genug Sachen haben, um geöffnet zu bleiben. Wir gehen einfach direkt nochmal schlafen. Und dann schauen wir, was er morgen gemacht hat. Weil das ist so das, was mich jetzt gerade interessiert. Und dann machen wir die Verhandlungen noch mit den restlichen Läden. Ah, das machen wir dann von anders. Aber jetzt ist doch erstmal die Frage, hat die Übernahme sich gelohnt? Von C. Sean Hatch. Ich habe weniger Geld gemacht. Sean Hatch ist ein Mitarbeiter. Großer Besprechungstisch. Okay. Bismen. Er macht Plus. Nicht perfekt viel Plus, aber gut Plus. Er hat ein maximales Limit von 15. Das nehme ich ihm jetzt auch nicht übel. Es ist ein kleiner Laden. Ich denke, wir kriegen den noch ein bisschen besser hin. Der muss von der Mitarbeiter, die ganzen Sachen muss das ein bisschen angepasst werden. Das können wir vielleicht noch mal schnell machen. Wenn wir auf Bismen gehen, dann auf Supermarket, Zeitplan. Und dann mal gesamter Zeitraum für alles. Warte mal, kann ich... So, wir machen bis 24 Uhr auf. Du brauchst Vollzeit. Ja, das mit keinen Wochenenden, das muss ich dir leider abschmieren. Ah, dafür hast du keine Spätschichten. Gut zu haben und wichtig ist kein Wochenende. Oh Gott, damit. Kann ich den bitte rausschmeißen? Keine Wochenenden. Was ist, wenn wir es so handeln? Schaut an. Wir sind ein durch die Woche offener Laden. Idee? Vier Tage Woche. Jetzt werdet ihr aber langsam echt pingelig, Leute. Gut. Ich glaube, Candace Moore müssen wir gehen lassen. Vollzeit keine Nachtschichten. Ja, dann kommst du halt auf den Tagestisch. Fertig. Vier Tage Woche. Wir machen halt das dann einfach so schon. Stunden müsste noch gehen und du bist keine Nachtschichten. Ich glaube, wir haben zwei Mitarbeiter, die gehen müssen. Catherine Huston und Candace Moore.
Wir müssen euch leider feuern. Mitarbeiter schon wieder reduziert. Gut, machen wir noch eine Nacht schnell durch. Obwohl, nee, ich glaube, wir müssen heute viel machen. Ich würde es gerne einfach sehen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben eine Übernahme gemacht. Das ist schon mal wieder was ganz, ganz Neues. Und wir werden in Zukunft noch weitere führen. Ich denke, wir werden jetzt auch auf dem Weg gehen, eher Firmen aufzukaufen, sie zu optimieren und somit Gebiete einzunehmen. Wir werden in der nächsten Folge auch die ganzen Importläden uns an oder reinholen, damit wir mit denen arbeiten können und verschiedenste Läden unterstützen können. Einen zweiten LKW, der wäre auf jeden Fall nochmal auf dem Plan, den müssten wir uns noch reinholen, damit wir die weiteren Läden dann unterstützen können und werden uns dann Stück für Stück mit Einkäufen von anderen Firmen beschäftigen. Aber ich würde jetzt mal sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.